In der österreichischen Gemeinde Gizeh, an der Grenze zwischen Slowakei, Ungarn und Österreich, wird ein Sommerfestival organisiert. In diesem Jahr soll es an die gemeinsame Geschichte dieser Region hinweisen, die heutzutage in drei Staaten aufgeteilt ist. Außer der traditionellen und beliebten Charles-Fürstin haben die Organisatoren auch die Vorstellung Die Reise des kleinen Prinzen vorbereitet, an der die Musikschule Jan Albrecht aus Bratislava mitgewirkt hat. Die Verbindung zwischen der Slowakei und Österreich, jetzt wo wir uns da an der Grenze befinden zur Slowakei, war immer ein ganz wichtiges Thema und wir haben es heuer endlich mal geschafft, dass wir die Kinder rüberkriegen. Der Wunsch war immer da und jetzt ist er wahr geworden. In dieser Oper wird učinkovať okolo 12 detí z našej základnej umeleckej školy. Zároveň naši žiaci výtvarného odboru urobili aj kulisy, ktoré budú priamo na scéne. Die Oper Die Reise des kleinen Prinzen hat Gerald Wirth, der künstlerische Leiter der Wiener Singenknaben, nach der Buchvorlage des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry komponiert. Die Oper hat schon vor dem offiziellen Festivalbeginn ein großes Interesse erweckt. Es unterscheidet sich eigentlich nicht viel. Ich habe versucht, wirklich das Stück mit Kinderaugen zu machen. Der Komponist Gerald Wirth hat bereits früher gesagt, dass es für ihn besonders wichtig war, dass sich die Oper über den kleinen Prinzen für Mitwirkende ganz unterschiedlichen Alters eignet. Das Schwierigste an der Vorstellung ist, dass es 23 Szenen sind und der rasche Szenenwechsel, jede Szene dauert sehr kurz und das ist schwierig auf der Bühne schnell umzusetzen. Die Vorstellung Die Reise des kleinen Prinzen spielt sich in dem Barockschloss ab, welches zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des nördlichen Burgenlands gehört. Es wurde am Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut. Im Inneren des Schlosses haben die Kinder aus Bratislava auch eine Ausstellung zum Thema Der kleine Prinz vorbereitet. Das Sommerfestival in Gizeh findet zwischen 28. Juni und 15. Juli 2017 statt. Rebecca Petraschowa, Musikschule Jan Albrecht, Topolčanske 15, Bratislava.